So, Xio hier zurück mit Catherine. Im letzten Part haben wir den Kampf gegen Thomas Mutton begonnen. Die erste Phase haben wir gut geschafft, in der zweiten waren wir auch sehr, sehr gut unterwegs und waren schon fast am Ende. Ah, nur dann habe ich einmal den Angriff etwas unterschätzt und tja, noch kurz vorm Ende gestorben. Aber jetzt machen wir weiter vom letzten Checkpoint aus. Und ja, dieses Mal schaffen wir es. Oh, wir sind sogar schon hier. Ah ja, der Curse wieder. So. Okay, er cursed uns weiter. Immer diese Flüche. Ist was Praktisches dabei? So. Sind wir diesmal. Sind wir jetzt schon weiter als beim letzten Mal? Nein, nicht ganz. Ich bin immer versucht, diesen Angriff DM zu nennen, also die Spezialattacke von Kingdom Hearts Bossen. Weiß nicht warum. Also jetzt wäre ein Curse nicht schlecht. Ah, wir machen einfach mal ein bisschen Footing hier. Was mache ich da eigentlich? Na komm. Ah, verdammt nochmal. Na gut, wir kommen jetzt eh nicht ran. Ah ja, mach dein Zeug nur weiter. Ah, wir nehmen einfach mal das Trampolin hier raus. Okay. Ah, mir macht es ein bisschen Gedanken, dass hier immer die Spikes daneben ein sind. Okay. Oh Mann. Ich muss das mal ganz kurz. Ich muss kurz auf Pause drücken, damit ich das erklären kann. Bin an der Stelle immer extrem ängstlich, weil an manchen dieser Wände, auf diesen Ebenen, wo wir laufen können, links und rechts direkt schwarze Lochblöcke sind. Und mir ist es schon passiert, dass ich versehentlich da drauf gestiegen bin. Und. Das ist einfach zum Kotzen. Deswegen sage ich gerade auch nicht viel, weil ich mich da gerade unglaublich darauf konzentriere, dass ich nicht versehentlich irgendwie da drauf steige, so wie es hier gerade jetzt links und rechts ist. Okay. Oh, bitte sag, dass ich jetzt am Ende bin. Hier sind doch keine Blöcke mehr, die sich verwandeln können. Immer schauen, wo die Meteoriten runterfallen. Oh, wir hören schon die Glocke. Please. Please, let it end. Haben wir es geschafft? Ich muss nicht weitergehen. Bis hierhin reicht. Anscheinend wirklich. Oh Gott. Haben wir es wirklich geschafft? Oh mein Gott. Ja, wir haben es. Wir haben es geschafft. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Woo. Gott sei Dank. Still what you think? Look, men and women, they're more complicated than you think. You're just being selfish. All right, Mutton. What I want doesn't really matter. I mean, people's lives aren't planned out for them. There's no roadmap. Despite what you may think, we don't need any hurting. I mean, I can't claim to be the greatest guy in the world or anything, but I am human. And I'm free to choose how I live. You insolent little man. Well, thank you, but I still won.
made me go through these stupid dreams night after night. From now on, my life is my own. Stop it! Gut gemacht, du hast überlebt. Ein letztes Mal, wir haben es geschafft. Thomas Mutton ist besiegt und damit haben wir die Albträume überstanden und auch ja, den Final Boss besiegt. Es ist geschafft. Ah. Mein Gott, das war schon... Das war interessant. Also ich bin immer wieder... Der Final Boss ist echt nicht so schwer, weil halt vor allem die letzte Phase, weil er hat so seine Flaws auf jeden Fall, weil man kann sich überall, wenn man es richtig macht, seine Trampoline platzieren, weil, naja, weil er sie uns einfach schenkt, das wollte ich gesagt haben. Sehr schön, aber ohne weitere Worte zu verlieren, gehen wir gleich weiter und schauen uns das Ende an, weil, naja, alles weitere kann ich ja dann in den Credits sagen. Ja, natürlich hat sich der Controller jetzt ausgeschalten. It's morning. All right. Time to go. Hey, what's going on? Orlando sent me this text saying that we should all get together since it's been a while. And the bartender came and picked me up himself. What gives? Yeah, I'll explain that in a second. But first, thanks for coming. So where is everyone? Why is it just us here? I had Orlando text you. I wanted to talk with you myself. But you wouldn't answer any of my calls. So, what is it? It's over. I don't want to talk about it. Don't you get it? Yeah, I do. But I need to tell you something. Why am I putting up with this? Vincent. What is it? This is your last chance. It was all an illusion. Huh? What was? My cheating. Huh? There never was another woman. Are you kidding? I'm not gonna believe that. I know it's hard to believe. But I'm telling you the truth. I never cheated on you. Don't be stupid. I'm serious here. I was losing it. And I thought I was cheating. I know, it all sounds like bullshit. I was driving myself crazy too. I mean, that's a problem in of itself, but... Hey, are you serious?
It's all true. My friends and the boss here showed me that it was all in my head. You don't expect me to believe this. No. I just didn't want it to end with a misunderstanding. That's why I had you come here. No. That can't be true. Then that means because of that, we... You're lying. It's not a lie. Johnny, Orlando. Long time no see, Kay. Sorry. Don't sweat it. It'd be hard for anyone to believe a story like that at first. Yeah. We didn't believe it either, until we heard from Erica. Huh? Besides, if this fool really did cheat on you, well, we wouldn't help him out like this. About the illusion. Allow me to explain. You? What the heck? What's going... You see... It's all true. Please, believe me. Catherine. Let's give him some time. It may have been fake, but in my heart I was still cheating on you. I'm sorry. I know you can't forgive me for what I've done. No, I can't. I finally woke up. I was worried about how my life was going. I thought everything was being decided for me. I was being tossed about by the world. It's so much stress. But after you dumped me, I figured it out. My life has no meaning without you. Why are you telling me this now? So I'll never regret not telling you. I will hold you dear for the rest of our lives. You marry me. Catherine, I love you. This is so sudden. I don't mean now. Someday. That's not what I meant. I guess I'll consider it. You'll consider it? This is wonderful. Just wonderful. Hey, what are you getting worked up about? Besides, I can't believe... I know, I can't either. This is perfect. What? Jeez. That is... I can barely believe this myself. Hello, everyone. It's nice to be able to see you again. How'd you enjoy the show? A perfect escape from the terrifying nightmare. You led Vincent out with your exceptional skills. Even Astaroth, the mastermind behind the nightmares, was amazed. Did you happen to notice the central conflict that this game's masterful creators placed at its core? Do you want to live a comfortable and steady life? Or do you secretly long for a free life, full of excitement? In the nightmare, Astaroth said that there is no right way to climb the tower. The stairway Vincent was forced to climb could be taken as a metaphor. It symbolized the journey to adulthood, pressuring him to make his tough life decisions. Don't you agree? And the finale. Vincent begging his lover to come back to him. I hung on every word, wondering how she would react to his desperate plea. She was at a loss as Vincent poured his heart out to her, but in the end, she answered him with a smile.
If you ask me, I'd say she's a bit too forgiving. But this is the answer Vincent discovered after forging through his nightmarish ordeal. Catherine must have felt the strength of his conviction, and she knew that this was his true answer. Maybe it depends on how much of Vincent's feelings that she can sense. You think that could be what determines the future for those two, Hey, tell me, what did you players out there think of this outcome? I sure do hope their second chance works out. They'll be all right, won't they? So are you worried about them? Cause I know I am. Well, let's peer a bit into their future together, shall we? Games are lovely creations, aren't they? Hope to see you soon. Stay golden. Testing, 1, 2, 3. Sorry to keep you waiting, everyone. Now, here comes the bride. Yeah! All right! Yeah! Looking good. To the couple's eternal happiness, folks. A toast! Boy, I can't believe they're making me do this. Hey, boss! More champagne! Let's go! Oh, yeah, I'm on it. You know, I've been thinking, maybe I should start looking for my own soulmate. Toby, you idiot! Don't record me without telling me! Come on, what's the big deal? Oh, wow, this is some feast. So just what is Chief really looking for when he talks about meeting his soulmate? Yeah, I don't know. I never asked him. Hey, what are you guys talking about? Hey, so I heard the news. This place isn't closing down after all. That's right. It's good for me since I get to hang on to my job. Huh? Although he's not gonna stop hitting on me. Oh. He's kind of an odd one, huh? And besides... It'll be fine. I mean, I don't believe everything he said. But I'll go on drinking here if it keeps those dreams away. And besides, if this place ever goes under, then this town will have nothing going for it, right? Exactly. Can't have our local hangout clothes on us. Anyway, Catherine looks great in that outfit. She's wasted on you, Vince. Man, I'm so jealous. Life is so friggin' unfair, you know? I'm never gonna win big like him. Aw, don't you worry now. We'll always have each other, sweet pea. The other guys knew you was Eric back in school. I want my damn V-card back. Sorry, but once that hole is punched, there's no refund. Oh, come on. Johnny, please, for the love of God, stop recording me. Come hey, on, don't let's sweat it. Now. Give me a smile. Huh? Oh, hey, what took you so long? The ferry was running behind. Orlando. I guess I should tell you, we've decided to give things another shot. Another shot? What? Really? Well then, congratulations you two. Well, it's just that, I don't know, lately I've had a little more spring in my step, you know? So, what's the plan? Try to learn from my mistakes back when I was young and dumb. This time around, things will be different, just you watch. Huh? This time? I'm gonna get back into the fishing industry. Only here's the kicker, I'll be fishing exclusively for kappa. Huh? What, just kappa? You better believe it. I'm after the rarest beast in the sea. Eating one will give you peerless virility. Wow, that's awesome, Orlando! You really know your stuff! You got him believing in kappa now? He never learns. No such thing. So how come your ferry was late? Guys, heads up! The star of the show has just arrived! Ja, und da wären wir am Ende des Projekts Catherine. Oh mein Gott. Wir haben es hinter uns und das war das wahre Ordnungsende. Es endet damit, dass
Vincent Catherine zurückbekommt, K. Catherine, und ja, sie am Schluss heiraten. Ich finde, das ist ein schönes Ende, so insgesamt. Was daran aber interessant ist, bei dem Ende geht es vor allem um die, ja, Nebencharaktere eigentlich, weniger um Vincent und eben, ja, Catherine. Sie haben halt jetzt geheiratet, gut, das weiß man, aber es ist ganz cool, man erfährt noch ein bisschen was über die anderen Charaktere und was sie jetzt eigentlich so machen. Und vor allem das Beste, Erica war die ganze Zeit ein Mann, also war mal ein Mann. Und was, warte, was hat sie zu Toby gesagt? Once the toll is punched, there's no refund. Ein grandioser Satz. Ein grandioser Satz. Ja, also das finde ich cool an dem Ende. Man erfährt so, was die anderen Charaktere so machen. Man erfährt an sich halt noch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel eben, dass, ja, eben Erica ein Mann ist zum Beispiel, oder war. Eben, was mich daran nur ein bisschen stört, ist, dass der Fokus nicht ganz so sehr auf Vincent und eben Catherine ist. Ja, aber ansonsten, finde ich, kann man nicht motzen. Was die anderen, die ganz anderen Enden anbelangt, ich schau mal, dass ich einen Link irgendwie zu einer Playlist finde, wo die ganzen anderen Catherine-Enden drin sind. Und schau, dass ich die mal in die Videobeschreibung packe. Also, wenn ihr die anderen Enden anschauen wollt. Bei den guten Enden und Ordnungsenden, und ich glaube auch bei den Freizeiten, ist der Anfang, glaube ich, immer gleich bis zu einem gewissen Punkt. Also nicht wundern, die unterscheiden sich dann erst ab einer gewissen Stelle. Also man kann immer, zum Beispiel bei den Catherine-Ende, glaube ich, kann man... Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie weit man da vorspulen kann. Okay, ich kann gar nicht sagen, wie weit man da vorgehen kann. Aber auf jeden Fall wundert euch nicht, der Anfang ist immer gleich. So. Mein Resümee zum ganzen Spiel, also, ich meine, das war jetzt kein Blind-Projekt, also ich kannte das Spiel ja schon. Also, und ich meine, ich liebe Catherine. Dieses Spiel, ich finde es so unglaublich cool. Es macht mir immer wieder riesig Spaß beim Spielen. Es ist ein bisschen fordernd, ein bisschen Hirnschmalz ist gefragt. Die Charaktere sind unglaublich unterhaltsam. Und die Story ist einfach schön. Also, interessantes Thema. Never gets old, Mann, Frau, Beziehung und so weiter. Das ist halt einfach ein Dauerbrenner einfach bei Menschen. Das ist halt einfach... Beziehungen sind halt einfach ein interessantes Thema. Und da kann man sich immer unterhalten, weil jeder Mensch hat da andere Präferenzen und andere Meinungen. Das ist halt einfach, was diese Story auch so mega interessant macht. Die Charaktere, also ich meine, sowieso, Vincent ist hier echt mein Lieblingscharakter, weil ich weiß nicht, irgendwas an... Ich kann mich so in ihn hineinversetzen, keine Ahnung. Das ist so... Ah, ich kann das nicht so ganz erklären, aber ich einfach, wie gesagt, ich kann mich in ihn reinversetzen. Die anderen Charaktere sind alle gleichermaßen unglaublich cool, also die anderen Jungs, also Toby, Johnny, Orlando, alle auf jeden Fall ziemlich cool, alle so mit ihren eigenen Problemen und so ihren eigenen, die Dinge, die sie halt beschäftigen, übrigens, dass Orlando nach Kappern sucht, sehr, sehr schön. Also für jeden, der es nicht weiß, Kappas sind ja, Mythenkreaturen, also ja, aus Japan, halt irgendwie aus Märchen, so eine Märchenfigur. Naja, viel Glück dabei, Orlando. Genau, Charaktere, Story habe ich. Musik, also ich finde die Musik jetzt, ich finde sie gut. Halt nicht so absolut überragend in allen Sachen, also es gibt auch viel dabei. Das ist halt okay, also es gibt nichts Schlechtes an der Musik auf jeden Fall. Fällt mir jetzt nichts ein, aber jetzt auch nicht Sachen, wo ich halt wirklich... Ah ja, oh, die Hintergrundbilder, beziehungsweise die Bilder, die ja noch kommen, finde ich auch sehr, sehr schön. genau, die Torte. Ich finde diese Torte so super. Das wäre cool, bei der eigenen Hochzeit. Das wäre super. Naja, Erica. Ich mag Erica. Ich finde Erica so super. Ah, sehr, sehr schön. Schönes Endbild. Vor allem der Boss unten noch. Ja, genau, die Musik noch, also es gibt halt so ein paar Tracks, die sind auf jeden Fall sehr, sehr cool, also Tracks, die mir sehr gut gefallen, zum Beispiel in der Bar halt, also eigentlich alles, was in der Bar spielt, finde ich wahnsinnig cool. Yo, congrats, man. Make sure you keep your lovely bride happy, okay? All right, Toby, let's start the kiss call. Uh-huh, sounds good to me. Yeah, everyone grab your spoons. Got your glasses? Glasses up, sound off. I love you so much, Vincent. And I love you, Catherine.
Ja, das war's. Noch die Szene ganz zum Schluss. Musik habe ich abgehakt. Gibt's noch irgendwas Essentielles? Ich könnte noch was zum Spielsystem sagen. Einfach, ich finde diesen Wechsel zwischen Bar und den Albträumen halt ziemlich cool. Man hat die Albträume, die eigentlich immer ziemlich hektisch sind. Also die Wände, man muss sehr schnell, sehr effizient überlegen, sag ich mal. Und dann im Ausgleich eben die Abende in der Bar, wo man mit den Leuten quatschen kann, sich ein bisschen da reindenken kann und einfach ein bisschen entspannen. Und das kommt so. Ich meine, im Schlaf findet Vincent keine Ruhe und die einzige Ruhe, die er irgendwo finden kann, ist eben in der Bar. Und das finde ich ganz schön, weil das überträgt sich auch auf den Spieler. Also finde ich sehr, sehr schön gemacht. Also das gefällt mir. Dann, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die Sache mit der Alkohol-Trivia finde ich total cool, einfach Trivia so in das Spiel einzubauen, so einfach nebenbei. Das mag ich, das finde ich unglaublich cool. Bitte mehr davon in anderen Spielen. Was will man da groß dazu sagen? Also insgesamt dieses Spiel, oh Gott, wartet mal, da war ein Satz. Moment, warte, Moment, das steht auf der Hülle von dem Spiel drauf. Moment, die habe ich nämlich hier drüben. Moment, das muss ich so zitieren, weil das ist ein Satz, den kann ich nur so wiedergeben. Und zwar, ich danke den Spielegott, dass noch Platz für ein progressives, mutiges und originelles Spiel wie Catherine ist. Anders kann ich es nicht ausdrücken, wer hat das geschrieben? Die Seite Eurogame.de hat das geschrieben. Und das kann ich, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist absolut meine Meinung. Wirklich, Catherine, ein großartiges Spiel. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich kann auch jetzt, wenn ihr euch die anderen Enden anschaut, sagen, also mein persönliches Lieblingsende ist das gute K-Catherine-Ende. Bei den anderen Enden ist es halt so, bei den Chaos-Enden, da kommt Vincent dann mit C-Catherine zusammen. Was ich persönlich völlig Banane finde, ich finde das so unlogisch. Ich persönlich finde das echt mega. Warum? Das macht für mich einfach keinen Sinn. Warum mit C, Catherine? Ich muss auch dazu sagen, ich mag sie halt auch einfach nicht. Aber die Enden sind eigentlich ganz lustig. oh ja, vor allem das gute und das wahre C, Catherine Ende, das ist ein sehr, sehr schöner Lacher dabei, das den Boss betrifft. Also das ist sehr, sehr schön. Und das Freiheitsende, da kommt Vincent eben mit gar keiner von beiden zusammen. Das ist auch sehr cool. Vor allem in allen Enden ist irgendwas verpackt, das irgendwas vom Spiel noch mehr oder weniger erklärt. Also, ihr habt doch bestimmt dieses Plakat mit dem Space Tourism gesehen. Also, hier dass man ins Weltall auswandert. Das wird auch in einem der Enden thematisiert. Also, alles irgendwo wird irgendwo im Spiel verpackt. Also, beziehungsweise in den Enden. Das ist auf jeden Fall sehr schön aufgelöst alles. Ja, aber mein Lieblingsende ist das, wie gesagt, das gute K-Catherine-Ende. Weil, also, ich finde das hier zwar auch schön nah dran, aber das ist so ein bisschen wie gewollt. Ja, die heiraten halt jetzt. Das ist halt so, ja, muss halt, ne? Aber das gute K-Catherine-Ende läuft eigentlich, also die Szene in der Bar komplett genauso. Aber dann die Szene danach ist halt, da sind sie halt noch nicht verheiratet. Sie sind noch ein bisschen in der Planung. Und Vincent verhält sich immer noch so ein bisschen, wie das ganze Spiel über ist, hin und wieder so ein bisschen. Ja, er drückt sich hin und wieder ein bisschen um seine Verantwortung rum. So kommt es auf jeden Fall ein bisschen rüber. Und das finde ich ein sehr, sehr logisches und sehr verständliches Ende. Und das ist. Deswegen gefällt mir das unglaublich gut. Und vor allem diese Bilder, die da am Schluss kommen, sind halt auch noch eben bei dem Ende sehr, sehr schön. Und ich mag halt auch einfach K-Catherine Liebe. So, habe ich nicht, das muss ich einfach oft genug in diesem verdammten Projekt sagen. So, aber genug von meiner Seite. Und zwar interessiert mich jetzt, wie gefällt euch das Spiel? Was haltet ihr davon? Von, was weiß ich, den ganzen Punkten, die ich jetzt angesprochen habe, Spielweise, Musik, Story, was weiß ich. Wie hat euch das Projekt jetzt von mir gefallen? Hat euch gefallen, wie ich das kommentiert habe? Wie wir das umgesetzt haben, dass ich eben immer meinen Senf zu allen Antworten gegeben habe, sag ich mal. Ja, haut mir einfach mal eure Meinung bezüglich allem in die Kommentare. Ich bin wahnsinnig gespannt, das zu lesen. Jetzt, was steht als nächstes an? Jetzt ist Catherine hier vorbei. Ich habe schon was geplant. Also, zu diesem Zeitpunkt wird Final Fantasy auf jeden Fall noch laufen. Wenn auch, ich kann hier an dieser Stelle schon mal sagen, eigentlich hatte ich aufgenommen bis Part 87, da ist das Projekt auf jeden Fall fertig, aber ich habe jetzt mir noch eine Sache ausgedacht, da werden es, glaube ich, noch zwei Parts mehr. Also ich sage mal, so 90 Parts werden es bei Final Fantasy 15 und ich habe schon alles geplant, was danach kommt. Und jetzt, wenn hier Catherine für euch vorbei ist, wird, glaube ich,
wenn an dem Tag, wo wieder ein Catherine-Part kommen würde, müsste eigentlich dann schon ein anderes Projekt weitergehen. Also seid gespannt auf jeden Fall. Gut, aber das war's dann jetzt wirklich von meiner Seite. Wie gesagt, ich hoffe mal, ihr hattet mit diesem Projekt sehr viel Spaß, so viel Spaß wie ich. Ich muss nochmal zitieren, was hier Trisha gesagt hat. Games are lovely creations, aren't they? Glaube ich, hat sie ungefähr so gesagt. Und ja, den kann man nur zustimmen. So, das ist das Finale dieses Projekts, aber noch nicht die finale Fantasie. Und damit bis zum nächsten Projekt. Ciao.